Alter, was geht ab, Leute? Hunger? Ich wollte gerade das Video starten und da kommen ein paar Eier. Alola, 7 Kilometer. Ich brauche noch einen Vulpix, also vielleicht haben wir ja Glück. Nee, vielleicht haben wir noch Glück und das ist ein 100er. Es muss über 700 sein. Nee, auch nicht. Ja, einen habe ich, glaube ich, noch. Okay. Ich habe, glaube ich, auch noch ein Alola, ey. Und? Okay, Hydropi. Ah, ich wollte den gerade wegschmeißen, aber 727. Da kann ich eigentlich ein paar für Entwicklung verwenden. So. Komm, Vulpix. Und? Ah, 696. 696. Nee. Aber die Alola-Eier sind auf jeden Fall aus dem Ausland. Die behalten wir auf jeden Fall zum Tauschen. Galaxo kann ich auch noch abholen. Machen wir das auch noch schnell. War ein busy Tag, ich habe nicht so viel gezockt. So. Drei Sonderbonbons. Das hat sich schon mal gelohnt. Mehr will ich gar nicht. Schauen wir mal, wie gut das Galaxo ist. 14, 16 ist Müll. So, schnell rein damit. Dann gibt es ein paar Neuigkeiten. Was heißt Neuigkeiten? So, ein paar Infos. Ja, Infos würde ich auch nicht unbedingt sagen. Und zwar hat Niantic da was veröffentlicht, wo sie etwas genauer beschreiben, wie sie das mit dem Bannen, mit den Shadowbans und so handhaben. Und ja, darüber reden wir gleich. Wenn das Galaxo erstmal... Oh. Nicht Gold, ne? Und auch nicht Banane. Wenn das Galaxo mal drin bleiben würde. Also auf Englisch heißt es PSA, Public Service Announcement. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das am besten übersetzen soll. Ja, einfach so ein Announcement, eine Ankündigung. Ja, Ankündigung ist auch nicht das richtige Wort. Echt schwierig zu sagen. Auf jeden Fall checkt das Video ab. So, IV-Check. Defense Strong, oh mein Gott. Schreibt unten in die Kommentare, wie es bei euch aussieht mit dem Galaxo und dem Feldforschungsdurchbruch. Habt ihr da was Gutes rausgezogen? Ich leider immer noch nicht. So, das hat Niantic heute gepostet. Ein paar nähere Infos, wie die das genau handhaben. Mit Spoofen, Shadowbands, Permabands. Und zwar gibt es so eine Art 3-Verwarnungssystem-Regel, sag ich mal. Und Politik, Policy. Und zwar... Beim ersten Mal, bei der ersten Verwarnung, kriegt man einen Shadowban für 7 Tage. Da kann man dann keine Rare Spawns mehr sehen. Und, das wusste ich nicht, keine X-Rate-Einladung bekommen. Übrigens, X-Rate-Einladung kam gestern. Schreibt auch unten in die Kommentare, falls ihr eine bekommen habt. Ja, das kann man nicht machen. Warte mal, wo steht's? Es steht, glaube ich, genau hier. Hier unten. Man kann keine seltenen Pokémon fangen. Also, man kann denen nicht begegnen. Und man sieht sie nicht im Radar. Und hier keine X-Rate-Einladung. Sehr interessant. Und das dauert ungefähr 7 Tage. Früher war es, glaube ich, sogar 10 bis 12. Dann zweite Verwarnung. Dann wird man für 30 Tage gebannt. Bevor ich weitermache, zurück zum ersten Punkt. Und zwar kriegt man da diese eine Warnung. Die hatte zum Beispiel der Kollege Alex auch. Ihr kennt diese schwarze Warnung. Und beim zweiten, wenn man für 30 Tage gebannt ist, dann taucht, wenn man sich einloggt, so ein Hinweis, dass man eben suspendiert ist, 30 Tage gebannt ist. Und ich weiß gar nicht, ob da 30 Tage draufsteht. Ich glaube, da steht nur, dein Account wurde gebannt oder so. Aber das ist anscheinend nur für 30 Tage. Und dann beim dritten Vorfall, Termination. Auslöschung. Dein Account wird einfach gelöscht. Permanent steht hier sogar. Ziemlich krass. Und man kann sogar Einspruch widerlegen. Und dann hoffentlich seinen Account wiederbekommen. Aber meistens wahrscheinlich... wurde der zu Recht gebannt oder gelöscht sozusagen. Vor allem wenn man da 3 Verwarnungen kriegt. Eigentlich kriegt man nur 2, beim dritten Mal ist man draußen. Also 2 Verwarnungen. Und wann genau kriegt man sowas? Zum Beispiel hier, wenn man gegen die Regeln von Niantic, wie nennt man das, Terms of Service, gegen die, ja ich sag einfach mal, gegen die Regeln verstößt. Zum Beispiel unter anderem hier haben sie gesagt, als ein Beispiel genannt, den GPS-Standort fälschen, also spoofen oder zum Beispiel irgendwelche anderen Softwares oder Zusatzsachen verwenden.
Man weiß jetzt nicht genau, was das alles ist, was darunter fällt. Manche IV-Rechner fallen darunter, manche natürlich auch wieder nicht. Also das weiß man noch nicht ganz genau, was alles als Cheaten oder als illegale Software für Niantic gilt. Niantic reagiert da eigentlich ziemlich nett. Da schreiben die sogar, ein Strike gilt als eine Warnung nur. Jeder kann Fehler machen. Deswegen haben die das eingeführt. Und die Leute sollen von ihren Fehlern lernen und das dann nicht mehr machen. Ob das so wirkt, weiß ich nicht. Vor allem ist die Frage, wie lange so eine Warnung aktiv ist. Sagen wir zum Beispiel, einer klickt die erste Warnung, Strike 1. Und ja, wie lange dieser Strike aktiv ist, also in seinem Heft sozusagen steht, bis er, sagen wir, ein halbes Jahr später und er macht wieder was falsch. Ist es dann Strike 2 oder ist es so lang her gewesen, dass es dann wieder als Strike 1 gilt, also sozusagen seine Weste wieder reingewaschen wurde mit der Zeit? Das würde mich auf jeden Fall interessieren, was für eine Zeitspanne. Am besten natürlich die Zeitspanne von für immer. Wenn man zweimal gesamt einen Fehler macht, dann bam, weg. Weil sonst könnte man ja ein bisschen cheaten, dann wieder chillen, drei Monate oder so, ein halbes Jahr, und dann wieder cheaten und dann wieder chillen. Also dementsprechend sollte die Weste nie reingewaschen werden. Vor allem wenn man dann einen Strike hat, dann ist man ja super, super vorsichtig. Das würde mir auf jeden Fall gefallen. Und ja, das waren so ein paar Infos für euch. Heute nicht viel passiert. Eigentlich auch heute angeblich der letzte Tag von Regieis. Aber es wurde eigentlich nichts angekündigt, es wurde nur gemunkelt von den Leuten. Niantic hat keinen neuen Raid Boss für morgen angekündigt. Vielleicht kommt es ja noch. Aber wenn, dann seht ihr es morgen in dem Video. Das war's von mir. Immer liken, subscriben, kommentieren. Ich hoffe, keiner von euch hat eine Verwarnung bekommen. Aber das war's von mir. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Neuer Shop, neue Preise, lohnt sich auf jeden Fall. Und vergesst nicht, Pokémon ist serious business.